Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar spiele ich wieder heute mein Dunkeleisenzwerg. Mittlerweile bin ich Stufe 81. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen zur späteren Stunde, aber ich möchte ein bisschen mit dem durchziehen. Wir sind jetzt quasi im Bracket von Mist of Pandaria bzw. Nee, nicht Wrath of the Lich King, Cataclysm. Und haben jetzt auch mal gequeued. Mal gucken, ob wir Leute finden um 2 Uhr in der Nacht. Ich weiß es nicht, ja. Wir werden es sehen. Und dabei wollte ich jetzt einmal anfangen, schon mal die Dings zu spielen, die Pre-Quest und so ein bisschen die, ja gut, das können wir abbrechen, das kennen wir alle. Also ich glaube, mit meinen mittlerweile 70 Chars habe ich das oft genug gesehen, ja. Deswegen werde ich mir jetzt das mal skippen. Und bis jetzt quasi dann, ja, ein Proc kommt, habe ich eigentlich vor, hier diese Sachen aufzusammeln, weil die bringen relativ viel EP und jetzt haben wir ja auch sogar nochmal 30% mehr. Das dürfte ziemlich gut abgehen, denke ich zumindest. Warte mal, ist es nicht so, dass man, sobald man die Quest angenommen hat, sogar gar nicht mehr aufs Luftschiff muss? John, hey, grüß dich. Das muss ich mal schauen. Das war, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob man das dann nicht sogar tatsächlich. Ah, schau, doch, das kann man skippen. Man kann jetzt direkt das Portal hier benutzen, sobald man die Quest da vorne angenommen hat. Gut, 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 gut. Ach, und ich muss, glaube ich, aber noch Handy-Notes einmal anschalten, weil ich das, glaube ich, mit den meisten Chars ausgemacht habe, weil ich mittlerweile, warte mal, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ja, seht ihr, ich habe da gar keine Sim. Gut, ich bilde mir ein, dass ich zumindest 90% von den Schätzen zusammenbringe, weil ich sie mit sehr, sehr vielen Chars schon mal abgeflogen habe. Aber da ich nicht 90%, sondern 100% gerne habe, mache ich jetzt lieber mal Handy-Notes noch an. Und, warte mal, hä, ich habe doch. Bei mir Nein. ist es an, ich sehe aber nichts. Ich habe auch Handy-Notes. Ist es an, ja? Habe ich es geupdatet? Ja, es ist alles geupdatet, ne? Hoi, buggt Handy-Notes rum, kann das sein? Jetzt schauen wir mal. Also, Legion-Invasionstimer kann ich updaten und Radio. Nee, also, ja gut, dann müssen wir es aus dem Gedächtnis machen. Jetzt schauen wir mal, wie gut mein Gedächtnis ist. Ihr seid angehalten, ihr dürft mir alle im Stream, die jetzt noch da sind, zur späten Stunde, gerne aufschreien und sagen: Hey, Taylor, du hast eins vergessen, da ist noch eins. Also, ich glaube, das erste war immer hier gewesen, ne? Hier an dem Schrein. Jetzt schauen wir mal. Genau. Ich guck mal, wo haben wir das nächste? Na, das hat schon mal 28k gebracht. Ich meine, dann hier an den Gebäuden war noch eins dran. Komisch, anscheinend buggt es gerade rum. Ja, das ist jetzt auch mit dem ganzen Gedöns zum Addon. Also irgendwie hier oben waren einige, hier unten direkt in dem Haus war meines Wissens nach eins. Komisch, warum das Addon jetzt nicht funktioniert. Also ich dachte jetzt erst, dass ich es ausgeschalten hatte, ne, weil ich gar keine Marks auf der Karte habe. Aber vielleicht beißen sich auch gewisse Addons. Ich habe nämlich jetzt das für die Darkshore Warfront an. Hast du das von die Darkshore Warfront auch? Kann das vielleicht daran liegen? Hab's auch. Okay. Warte mal, wie heißt denn das mit der Darkshore? Ich mach das einfach mal aus. Vielleicht beißen sich die, weißt du? Weil das ja beides Addons sind, die auf der Map was anzeigen. Dass man das vielleicht ausmacht und dass es dann geht. Das könnte nämlich tatsächlich sein. Darkshore Warfront. Ich habe zu viele Addons drauf, ihr seht das schon. Da bin ich bestückt mit Addons. Ja, du, keine Ahnung, wie das hieß. Das hieß irgendwie am Anfang nicht was mit Darkshore, sondern irgendwas mit so ein Sondername, ne? Das müsste ich mal suchen. Warte mal, das können wir ja hier raussuchen. Darkshore. Tomcats Tours hieß das. Ah, Tomcat, ja, richtig. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Aber wo haben wir es denn jetzt? Okay, hier ist schon mal. Zumindest das T. TomTom. Aber hier ist es nicht. Also es ist eigentlich. Oi, da ist es irgendwie nicht drin. Naja, wie gesagt, viele weiß ich, wo sie sind. Also wir haben hier oben ist noch eins und hier in den Hütchen ist eins. Wahrscheinlich würde ich sogar fast alle zusammenbringen. Aber ich meine, das hat so gut wie keine EP gebracht hier. Doch, 28.000. Gar nicht so schlecht. Gut, wir werden jetzt wahrscheinlich relativ lang brauchen, bis wir da einen Proc zusammen haben, weil wir noch einen Heiler brauchen. Also wenn irgendeiner von euch noch Heiler ist und sagt, hey, er würde jetzt hier noch ein paar MOP oder Cutter Dungeons laufen wollen, könnt ihr mich gerne anhauen, ihr könnt gerne mitkommen.
So, dann gehen wir einmal. Achso, habe ich den Timer gar nicht angeschmissen? Naja, so in etwa. Pi mal Daumen. Ja, gut, das hat kaum was gebracht. Die gehen hier relativ weit auseinander, ne? Die MOP und die. Also diese MOP-Collectible-Sachen, die du hier aufsammeln kannst, die geben Weiß nicht, ob das teilweise. eine gar nicht aussammeln dürfe. Cool. Manche buggen auch, das habe ich auch schon gesehen, ja. Ich glaube, das nächste war hier unten. Irgendwo hier. Jetzt ist mal tatsächlich mein Gedächtnis gefragt, ne? Ja, schau, da ist es. Okay. Und dann meine ich, dass hier war noch eins auf jeden Fall. Puh. Also ich glaube, hier auf der Insel war auch noch eins, aber das brauche ich tatsächlich gar nicht, weil das keine EP brachte. Das habe ich dann auch gar nicht mehr aufgesammelt. Also ich habe diese Tomcats mal ausgemacht, aber trotzdem wird nichts angezeigt. Okay, dann liegt es wirklich an Handy Notes, dass da halt wahrscheinlich mit dem Addon jetzt irgendwas kaputt gegangen ist, irgendeine Schnittstelle nicht funktioniert und es deswegen nicht geht. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil davor ging es halt schon immer. Ich meine, die beiden hatten immer relativ viel gebracht, ne? Also einmal hier. Ja, 45.000. Wenn man holt, das kriegst du halt nochmal das Doppelte. Da geht's dann halt richtig ab, ne? Da kriegst du halt dann einfach 100k. Da geht's halt richtig ab. Achso, warte mal, die Erzsachen kann ich eigentlich auch noch mitnehmen, ne? Das lohnt sich eigentlich schon immer. Ich habe jetzt extra Geht ja vorhin jetzt 100 Bergbau ein Ding. KXP pro Kiste, oder? Wenn du erholt bist, dann kriegst du so extrem Okay. viel. Jetzt kriege ich, also, du kriegst halt dann genau das Doppelte, ne, für die Sachen. Da jetzt eben 45.000 gekriegt, ne? Das wären dann halt 90.000 hier. 28k, kriegst halt auch über 50k dann, ne? Also, das ist dann halt schon dicke. So, dann das nächste war. Ach, fliegst du jetzt mir einfach hinterher, weil. Ja. Das ist, Keine Ahnung, wo die Scheiße ist. ja, wie gesagt, ich denke mal, so 90% von den Sachen bringe ich zusammen. Weil ich die halt schon ein paar Mal abgeflogen bin, aber wenn du dich halt immer auf das Addon verlässt, ne, und es dir nie merken musst, quasi. Hier ist auch nochmal eins. Ja, und jetzt da drüben im Kunlei-Gipfel, da muss ich ehrlich sagen. Hast du mir das jetzt eben weggelootet? Okay, es kann ja anscheinend. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle hier im Jadewald. Wo gab es da in der Mitte nicht auch noch irgendwo eins? Ach, ich bin echt am Überlegen. Man könnte sich ja nebenbei einfach so eine. Eine Map aufmachen, wo alle Map. drauf sind. Ja, das überlege ich gerade, weil du ver. Finde keine Map. Ich habe voll die Probleme damit. Ich suche gerade hier nach. Weil im Kulai-Gipfel muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich mir gar nicht so sicher bin, wo die alle waren. Ist ja keine Treasure Map. Map Treasure Map hier. Ja, schauen wir mal. Ich schau mal kurz, ob ich irgendwo ein Hex teste, wo ich mich porten kann. Ich will schauen, ob ich die Kisten einsammeln kann. Das wird sich nämlich wesentlich mehr lohnen, als hier jetzt dieses Gebiet zu machen. Also im MOP war da hinten auf jeden Fall eins. Hier im Kulang. Es war hier im Wasser war eins, dann war hier in der Höhle war eins, in der Höhle war eins, hier oben in der Höhle war eins, hier bei diesen Mogu war eins und da hinten war meines Wissens nach eins. Aber ich finde auch nicht so eine richtige Ding. Aber ich glaube, ich bringe die fast alle zusammen. Es gab auch ein paar, die halt auch kaum EP bringen, ne? Und die kann man dann skippen. Aber die hier waren, glaube ich, alle relativ gut. Mal schauen, ob wir dann einen Proc kriegen. Aber ich denke, mein Level kriege ich auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei über das Treasure-Zeug. Ja, wahrscheinlich eher so eineinhalb, weil ich nicht erholt bin. Ne? Wenn du erholt bist, dann geht's halt nochmal ein bisschen krasser ab. Yo, Crazy Mom, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Also du könntest ein Leveling-Video von dir, von deinen eigenen Leveling-Videos aufmachen und dann stoppen, wo du die Karte aufhast. Dann siehst du, Das wo ist die Schätze sind. teils gar nicht, gar, das ist gar nicht so blöd, ehrlich gesagt, ja. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Gar nicht so blöd. Aber ich meine, ich bringe die zusammen, ja. Also. Einer, der mir. Weil das ist auch wieder eins gewesen, ne? 45.000, wenn du da erholt bist, dann sind das knappe 100k für einen einzigen Schatz, ne? Dann geht's halt richtig ab.
Aber das habe ich eigentlich. Interface Add-on. Handy Notes ist. Moment. Alles Hier, in Handy auch bei Notes. mir. Das Einzige, was ich ausgeschalten habe, ist Legion, ne? Da habe ich was ausgeschalten. Pandaria Treasures, das ist an, ne? Also. Aber die werden alle Sachen auf der Map angezeigt, oder? Komisch. Habe ich da irgendwas kaputt gemacht, hä? Oh, ich habe einen Erfolg. Ach du, ja, Schätze finden, ja. Hier, ne? Da kommst du groß raus. Bald Hab ich jetzt, Joe ach, ich habe Grand immer noch One. den Le. Nein, ich habe meinen Plattengürtel verkauft, ne? Scheiße! Oh mein Gott, jetzt habe ich den Gammel-Leder-Ding unter System. Ne, Interface. So, warte mal, unter System? Ja, welche grauen Items im Beute? Ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst. Oder was soll ich unter das System gucken? Jetzt bin ich überfordert hier. Jetzt muss man schon sagen, in die Höhle müssen wir auch noch rein. Wenn ich einen Schatz vergesse, ne, müsst ihr schreien. Dann sagt ihr mir, wenn ich wo was vergessen habe. Schau mal, dann können wir relativ lang Lol. fliegen. Arsche. Ah, Hab's halt Hilfe. drauf, weißt du. Da müssen wir relativ weit hinten rein hier. Ah. Einfach laufen. Legt einfach so die halbe Höhle so. Einfach laufen. Hier, pullen wir alle. Egal. Nee, also, keine Ahnung. Eigentlich müsste es gehen, ne? Wenn es jetzt bei dir auch funktioniert. Ich möchte jetzt nicht sagen. Ich meine hier oben links. Hier ist es teilweise immer woanders. Ja, hier haben wir einen. Okay, wunderbar. Dann drauf. Da siehst du. Oh, sogar Level up hier. Bring ich den Sound nicht ganz an. Und wieder raus aus der Höhle. Moment. Hey, Ach, wir Ding. haben einen Proc hier. Schau mal, Instanz, da geht sogar was. Kommen wir doch hier weiter. Ja, können wir dann halt in der Downtime immer die Schätze aufmachen, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ich verfolge euch mal. Ach, schau mal, die Doch. Waschier-Inni. Och, ist schön. Ja, da kannst du aber den einen Boss auskippen, zum Glück. Aber die ist so, naja. So, naja. Geht besser, ne? Questblock voll. Musst du die ganzen alten Sachen rausschmeißen, vor allem beim Leveln. Einundachtziger Heiler haben wir. Finde die andere besser hier. Die, im Blackrock, die Ini, weil die bringt verdammt viele EP, da gibt es so viele Quests drin. Also halt, die prockt ja immer die nächste Quest gleich auf. Und die ist echt nicht schlecht. Hier müssen wir immer die Heiler kicken. Was sonst geht das ewig, wenn du die Heals nicht kickst. Ah, oder ein Master. Wenn du bei der Trash-Gruppe zu wenig Damage hast oder die Heiler nicht kickst, ne? Am besten eine Kombination aus beiden, dann stehst du da ewig an den Mobs und oben wird es nicht besser. Muss mal gucken, ich habe eigentlich gar keine neuen Spells mehr rausgezogen. Fällt mir gerade so auf, ob ich irgendwas noch gekriegt habe. 85 kommt nichts mehr. Ne, stimmt, da ist überhaupt nichts Sollen wir mehr, gleich auch was. die Blase da hochziehen? Ja, können wir machen. Ich war gerade bloß im Zauberbuch unterwegs. Ja, nee, da habe ich nichts mehr. Skilled habe ich auch. Das kommt erst wieder mit 90. Ja, kannst erstaunlich wenig machen, ne? Also irgendwie so die. Backt der? Wenn wir dann hochfahren mit dem Aufzug, backt der dann rum? Oder fährt der mit hoch? Er ist nicht gesprungen, er fährt nicht hoch. Achso, der bleibt dann hier unten. Oh, der muss draußen bleiben. Oh nein. Ernsthaft, der Heiler Oh, ist nicht der Heiler. hochgelaufen? Oh mein Gott. Warum kriegen wir denn heute Abend lauter solche Vollidioten-Heiler? Was? Woher der Depp? Hä? Ja, Voidzone. Du bist in der Voidzone stehen geblieben. Der Ey, ich bin. grüne Die Pfütze auf dem Voidzone Boden. ist. Die Voidzone ist auch nicht geküpft. Halt, warte mal, ich retz du da hinten, ja, nicht, dass wir wieder runterfahren. Er ist so an der Grenze hier. Muss schon schnell Schnell, schnell laufen. annehmen, schnell annehmen. Ja. Machen wir hier schon mal die paar kleinen Mobs. Können wir ohne Healer machen.
Ja, die Ini ist immer ein bisschen nervig, weil die Leute das auch nicht checken mit dem Port, hier nach oben und hin und her. Mit dem alles, was ein bisschen anders ist, mal mit Aufzug, ne? Da muss man ja gucken und dann wird's schon, da wird's schon kompliziert. Dann machen wir das hier mal mit machen wir die Packs halt einzeln. Keine Ahnung, wenn wir jetzt keinen Heal haben. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Instant ein Schild in die Fresse gekriegt, der Typ. Und ein Stun noch. Ist nichts mehr mit Heilung. Jo, ich habe gesehen, dass der Übergriff ist, aber der ist ja 6 Stunden lang. Den mache ich dann danach. Jetzt machen wir erstmal hier die Stunde Inis und Schätzchen, ne? Und dann schauen wir weiter. Der braucht schon Schlaf. Das ist jetzt ungünstig. Ich dachte, der eine kommt vielleicht einzeln raus. Der Heiler ist halt immer noch nicht da, oder? Ja gut, ne? Ich kann noch einmal gleich Hand auflegen. Am Eigenheilung CD. Aber jetzt, also jetzt habe ich alles jetzt raus. Da. Jetzt ist er da, okay. Wollen wir den einen Blitzhandswurst hinten mal killen? Ja. Die Heiler kommen da immer erst dann, wenn ich tot bin. Ich habe jetzt alles auf mich ziehen müssen. Oder das mit dem Dispellen checkt der auch. Ach doch, der hat Dispell. Oh ja, Dispellt, okay. Uiuiuiui. Das ist schon High-End, ne? Also wenn ein Heiler Dispellt, dann ist er High-End. Nö, ich bin ja heute erst um 3 Uhr nachmittags aufgestanden, weißt du? Hab ja jetzt Urlaub, dann mein Schlafrhythmus immer ein bisschen Ding. Aber ich habe auch 12 Stunden gepennt. Das ist immer ganz schön, vor allem am Anfang von Urlaub, wenn dann mal ein paar Tage halt echt lang ausschlafen kannst, das ist schon angenehm. Das Problem ist, dann bist du halt abends auch nicht so müde, ne, wenn du so lang pennst. Das ist immer so ein bisschen gefährlich. Ich glaube, der retzt dich sogar. Hol ich schon mal die kleinen Viecher. Mal gucken, ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Wieder die Dings interrupten dann, die Heilmobs. Juppa. Geh auf die Heiler, immer auf die Heiler gehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Das ist bis. Okay. Weißt du, ich hab halt bis 3 gepennt und der pennt halt bis 18 Uhr, okay. Nee, ich muss mal gucken, dass ich früher aufstehe. Zumindest um 12 will ich dann schauen, dass ich jetzt aufstehe. Jetzt habe ich nämlich heute die Invasion verpasst, ne? Die war bis 2 und ich habe bis 3 gepennt, das ist schon ärgerlich. Habe ich eine verpasst, die ich brauchen kann von dem Rhythmus. Aber gut, die kriege ich noch früh genug alle. Da musst du rauslaufen, sonst gibt's auf den Nutz. Habt ihr eigentlich vom Stream noch Leute mitbekommen oder sind es Randoms? Nee, Random. Das sind 2 Randoms. Der Priest ist, glaube ich, ein. Ja, der Priest und dann noch einen, was wir dabei haben in DD. Die meisten hatten nur Hordenchars, das war das Problem an der Stelle. Ja, hat Karma auf den einen Mob draufgehauen. Hier wird es halt jetzt schon wieder ein bisschen zäher, weil du halt nicht mehr diese 40% weniger hast, sondern ne, ein bisschen weniger, so 25 oder so, was du jetzt hast. Aber ist auch noch viel. Das kann ich nicht angreifen. Weil mit den Schätzen kannst du ganz gut was noch machen zwischenrein in der Downtime und sonst, ja. Ganz krass wird es dann wahrscheinlich in WoD. Da kannst du dann halt richtig durch. Wie viel Prozent schneller ist man jetzt eigentlich in Pandaria und WoD?
So bis 80 sind es ja 40% und dann nimmt es langsam ab bis auf 25, meine ich, geht's dann runter, weißt du? Also im Schnitt wahrscheinlich so 25-26% jetzt in dem Bereich. Es ist also gestaffelt, ne? Oder wie hast du da irgendwo eine komplette Tabelle? Aber es ist halt auch noch ganz gut was. Und ich denke mal, in am schnellsten wirst du dann halt den Dings Level, ne? In WoD, weil du da ja eh schon extrem schnell durch bist. Und wenn du dann nochmal 25% weg hast, dann geht es halt nochmal einen Ticken schneller. Und mit War Mode, ne, was du dann noch hast, der geht ja, glaube ich, auf die Dings auch, auf diese Schätze. Da geht es dann halt richtig zügig. Es wurde echt keiner von dem Dings hier weggenatzt, ne? Von der Fontäne, das wundert mich. Sonst ist eigentlich immer Minimum einer von der Fontäne erwischt worden. AT haben wir keins, oder? Mit Vollsupport drauf hier. So. Ich hab mal eine Weihe gelegt, weißt du? Da muss er seinen Scheiß da machen. Das ist auch so ein richtig schöner Boss. Wenn du hier gar keinen Damage hast, hast du irgendwann den ganzen Raum voller Void Zones. Oder wenn sie beschissen abgelegt werden, ne? Deswegen eigentlich immer schön nah an die alte ran. Auf Hero wachsen die ja noch extrem. Die wachsen, glaube ich, hier auch, aber relativ langsam. Also wenn du die so schön nebeneinander packst, dann hast du da eigentlich ganz easy Platz. Aber die wachsen hier schon auch, die werden immer ganz langsam größer. Aber es dauert halt ewig. Ja. So, und jetzt kommt der Aufzug-Boss, beziehungsweise der Port-Boss, das checken ja viele nicht. Jawohl. Also, warte mal, kann man hier schon abgeben, die eine Quest? Joa, geben wir doch schon mal ab. Kennst du das Port-Ding nicht, oder wie? Doch. Weil es gibt so viele Leute, die dann komplett im Aufzug wieder komplett hinterrennen und hin und her, also... Ja. Und am besten, wenn sie dann sterben, wieder komplett den Shit laufen, ne? Das ist das nächste noch. Und den rechten müssen wir gar nicht machen, also wir können jetzt gleich links gehen, das ist ganz gut. Tollen Ring habe ich noch gekriegt, naja. Diese ganzen Sachen im OP, die sind sogar relativ viel Gold wert, ne? Wenn du sie aufsammelst, also um die 100 Gold wert, ja, kann man machen. Schätze, ne? Genau, die Schätze. Das sind lauter graue Sachen, ne? In Legion hast du ja dann Sachen, die du brauchen kannst, theoretisch. Aber dafür sind sie halt gut was wert. Schauen wir mal, was wir als Abschluss kriegen hier. Müsste ja auch wieder ein bisschen über 100k sein. Jetzt merkst du halt schon, jetzt brauchst du halt schon 300.000, ne? Vorher hast du halt immer 200k gebraucht. Das geht jetzt schon dann wieder gut nach oben. Was wir gar nicht drin waren, ist hier diese Saronin-Minen und dieses Zeug, ne? Da kommst du, glaube ich, in Leveln gar nicht rein. Ja, habe ich jetzt nur eine Bubble. Ich muss bubbeln, jetzt werdet ihr wahrscheinlich weggenudelt. Immer ich. So. Die AOE ist zu krass. Ja, ich glaube, ich hätte nicht alle drei zusammen. Nee, ich glaube, das war fast ein bisschen zu viel. Priest ist auch irgendwo im Gang. Guck mal. Der ist gar nicht da, oder was, der Heiler? Ja, war da mit dem Aufzug-Boss beschäftigt. Oh nein, das... Ach das komm! Ja, das ist halt genauso ein Vollspast. Echt, muss ich schon fast so sagen. Was ich vorhin gerade meinte, dass die Leute zu blöd sind... Ach, ich dachte mir schon. Heilung 0, ja. Das ach... Der ist immer noch oben. Ja, keine Ahnung. Nee, also,
Manche Leute sind echt so dumm für solche Instanzen, ne? Manche Leute sind echt so dumm. Wir sind jetzt schon nochmal zurückgelaufen, haben die Quest abgegeben. Ich hab mein Gaul verkackt und er. Solche Leute, da krieg ich einen richtigen Hass drauf, ja? Da krieg ich einen richtigen Hass auf solche Leute. Ich glaube, meinen nächsten Charter quest ich. Da muss ich mich mit sowas nicht mehr rumärgern. Im Raid voll tiefenentspannt, aber Inis voll am Austicken. Ja, weil im Raid bist du halt schon gewohnt, dass du halt 5000 Mal vibest, ne? Hilft halt nix. Aber diese Kack-Inis, das ist halt echt nur unnötig. Ihr seid einfach nur unnötig. Da kriege ich einen Hass. Ja, im Raid geht's halt auch nicht schneller, wenn du dich aufregst. Ja, das ist ja schon so. Also, das bringt halt einfach nichts. Aber in so ein Inis, da kannst du ja wenigstens Leute loswerden. Ja, im Raid ist halt immer schwierig. Also, hast du im Raid halt nicht komplette Vollidioten meistens, sondern halt Leute, die zumindest noch probieren, die halt dann mal einen Scheiß bauen. Ja, das passiert jedem. Aber sowas ist halt total unnötig. Keine Ahnung. Wieder irgendwo dann 5 Jahre auf. Vor allem, er sieht halt, wir laufen alle zum Portal, ne? Das muss er ja gesehen haben. Er ist ja der Heiler, er läuft ja eigentlich der Gruppe nach, ne? Und juckt ihn nicht. Er läuft halt dann weiter, schön zum Aufzug. Also, mir geht's ja teilweise gar nicht darum. Ich erwarte nicht, dass ich krasse Spieler hab, ne? Im Level-Prozess, das erwarte ich gar nicht. Aber ich erwarte so einen gewissen Grund-EQ, dass die Leute halt sehen, okay, die anderen laufen dahin, könnte ich vielleicht auch hinlaufen, ne? Das ist also einer, der läuft auf die Straße und wird überfahren, ne? Guckt danach nach rechts und links. Ja, das ist. Keine Ahnung. Solche Leute kriegen dann Hass, ja? Da hört's dann auf. Will halt durch so Innis durchlaufen, ja? Und nicht einen bei der Hand nehmen und betreuen müssen, wie so ein Pflegefall. Ja, ist ja schon so. Keine Ahnung. Ich will mir nicht jede 5 Sekunden umschauen. Ist der Heiler jetzt wirklich nur da? Hat er es geschafft? Ist er hinter die nächste Kurve gegangen? Weiß er, wo wir hin sind? Ready-Check vor jedem. Ja, ohne Scheiße. Bei manchen musst du echt einen Ready-Check vor jedem Scheiß Trash-Mob machen. Also. Eh schon oben den halben Trash ohne ihn gemacht, weil er es nicht geschafft hat, auf dem Aufzug zu laufen, ne? Ah. Das ist ziemlich schwer, auf dem Aufzug zu kommen, also. Er hat es zweimal mit dem Aufzug vergimmt. Einmal das Hochkommen hat er nicht geschafft und das Runterkommen auch nicht. Double Fail. Aber jetzt auch so von den Mobs her, ne? Die bringen auch alle nicht mehr so sonderlich viel EP. Da war es im Ding fast besser in Burning Crusade. Da hast du echt ganz gut was gekriegt für die Mobs auch. Da kommt die Bestie. Geh dann den anderen und dann drauf auf das Ding. Bei den großen brauchst du gar nicht, also diese Viecher brauchst du gar nicht machen. Da kriegst du ja dann eh den Buff, also eigentlich hier voll durchnudeln. Irgendeiner hat jetzt die großen Viecher gekillt. Das ist natürlich Käse. Die kannst du ja dann eh umboxen. Ne, die lasse ich jetzt absichtlich. Das hat man davon, wenn man aufs falsche Ziel geht. Ne. Cooldowns. Ja, alles raus, was wir haben. Warte, ich kann den nicht angreifen. Was ist jetzt los? Ist mein Zwerg zu klein oder was? Nicht im Sicht. Ja, ich sehe den nicht. Ich bin zu nah rangelaufen. Nicht in Sicht. Na super. Ich mach deine mal Räuberleiter. Schau mal, was ist mit meinem. Warum seid ihr so groß und mein Zwerg ist denn so klein? Seht ihr das? Ich komme da nicht mal ran an den. Was ist denn. Was ist denn da los? Schau mal. Das ist ja Zwergendiskriminierung. Habt ihr das gesehen hier? Weil er ist immer noch so klein. Ich hab mal Ausschlusswahl auf Darktiller, macht nix. Drecksäcke. Darktiller AFK. So, hier Drecksäcke.
Heiler nimmt direkt an, damit er dich kriegt. Ich weiß nicht, soll ich mit denen nochmal queuen? Solange kein Aufzug da ist. Meinst du? Und keine plötzliche Ecke, Bruder. Ich würde ja sagen, wegen der Wartezeit schon. Es ist wurscht. Der eine, der random dabei ist, wird sich auch denken, erst willst du den einen rauskicken, ne? Und dann queuest du mit dem nochmal, naja. Mir ist es egal. Jetzt sind wir ja noch in dieser blöden Höhle drin, ne? Warte mal, wo war jetzt. Jetzt weiß ich nicht, da war der Ausgang. Ah, echt jetzt? Ich dachte, du läufst irgendwie raus, wenn die im Kampf sind. Ja, ich bin, hab mich rausgeportet, war direkt im Kampf. Da bist du immer in der Eni drin. Ja, da, du bist. Achso, habt ihr schon ja gemacht am Eingang, ne? Die eine, ja. Und, nee, warte mal. Ach, den anderen Boss hätte man. Ah, aber gut, 20k gebracht, das kannst du auch vergessen. Ja, Healer kriegst du jetzt nicht hin anzunehmen. Ich glaub, der will gar nicht mit uns. 15 Sekunden. Egal. Jetzt muss ich mal gucken, wo die restlichen Dinger hier noch waren, ne? Mann, darf ich's auch mal raus, please. Nee, du hängst da jetzt drin. Bist da jetzt ewig gefangen. Ah, perfekt, die ist gut. In die wollte ich nämlich rein. Die bringt nämlich richtige P. Das können wir zumachen, das brauchen wir nochmal. Weil hier kannst du, kriegst du ja bei jedem Boss quasi wieder ein neues Ding, ne? Das geht ja ab. So, erstmal Quest annehmen. Mhm. Hier kann man sich eigentlich auch nicht verlaufen in dem Laden. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Eigentlich, ja. Eigentlich, da sagst du es doch. Darfst du die Kompetenz anderer Spieler nicht unterschätzen? Kennst dich aus mit Inkompetenz, ne? Ja. Bissle. Mach die, also die könntest du eigentlich. Okay. Okay, ich zieh doch durch CDs. Die mache ich ganz gern weg, weil die meisten Leute es sonst nicht schaffen, wenn sie von dem einen Dings weglaufen, nicht alles zu adden, ne? Boss AOE, ne? Ja, da musst du weglaufen und theoretisch kannst du alle Mobs stehen lassen, ja, wenn du ein bisschen Movement hast. Aber naja, da scheitert es halt meistens schon dran. Problem erkannt. Ja, deswegen bin ich hier mittlerweile angehalten, fast alle wegzumachen, weil dann hast du einfach dieses Movement-Problem nicht. Oh, die Mobs, die bringen alle nur 500 DP, ne? Das ist komisch. Da, du hast in Ding hast du wenige gebraucht und die Mobs haben mehr gebracht. Das ist irgendwie total dämlich. Na komm, da wieder. Schauen wir mal, was bringt die eine. Und hier ist ja nochmal. Na gut, die Bonus, das Bonusziel bringt dir ja gar nichts mehr. Das haben sie jetzt abgeändert, ne? Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Ich, vor allem, wo? Hä? Der vielleicht muss ein Cut von links? Nee, eigentlich. Ich bin jetzt echt am Überlegen, wo der herkommt. Wo, wir haben alle hier hinten weggemacht. Okay. Also, manche Leute, die schaffen es echt auch, irgendwo eine Mobs herzuzaubern, ne? Aus dem Hut. Habt ihr diese Quest vom Magier gemacht? Wo man diesen Zauberhut holen konnte? Nee. Kennt ihr das? Da gibt es so eine Quest mit so einem Magier-Zauberhut. Und da schlüpft man wirklich in so einen Zauberhut rein, ne? Und wird halt runtergeschrumpft. Ich babble jetzt einfach mal. Macht nochmal, oder? Können wir durchziehen auf ihn? Das müsste da ausgehen. 20%. Einfach auf den Boss durchziehen. Sterbe ich dadurch? Nee, komm, ich zieh durch. Das hat, okay, scheiße, es hat gewonnen. What the fuck? Er hat mich gewonshottet. Erstmal Ausschlusswahl. Es hat mich echt gewonshottet. Krasse Scheiße, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Damage geilen Tanks, ne? Ja, ich wollte gucken, ob. Beim ersten habe ich einen Bubble gezogen, ne? Beim zweiten dachte ich mir, komm, das überlebst du doch, ne? Ist ja hier alles kein Stress. Ich war komplett voll. Ich hätte einen Def-CD hatte ich leider nicht mehr, den habe ich vorhin schon gezogen. Was der Heiler mich nicht vollgezogen hat. Ja gut, okay. Das war nix. Das hat 14.000 hat das reingehauen, ne? Ich habe halt 13.000 live, bitte. Bitte, ein bisschen zu viel war das. Ah, ich guck gleich mal wegen Transmog. Neues Add-on. Achso, kannst du. Haben die Transmog-Regeln nicht ein bisschen gelockert? War da nicht irgendwas? Ich glaube, mit V-Waffen. So Waberrücke und so kannst du es auch, wenn du einen netten Ruf hast auf dem Charakter. Okay, naja, gut.
Also ich weiß, ein Demon Hunter Kollege hat sehr lange darauf gewartet, dass er Faustwaffen übermorgen konnte, und das hat er jetzt endlich gedurft. Ja, das ist doch schon mal was. Mit normalen Schwertern und so. Sonst konnte es nur Faustwaffen nehmen. Hier gibt's dann die nächste Quest. Hä? Warum hat die nicht getriggert? Bei mir? Ah doch, okay. Achso, die hat's automatisch angenommen, sonst kommt ja immer dieses Feld noch auf. Hier müssen wir runterspringen, aber die müssen wir jetzt erstmal noch töten, sonst laufen die außen rum. Wir müssen schnell, sondern der Heiler steht da hinten und triggert gleich. Lauf, Heiler, lauf. Lauf. Lauf, Forest, lauf. Ah, der hat's getriggert. Ich bin extra nicht runtergesprungen, weil wenn ich jetzt runtergesprungen wäre, er getriggert hätte, hätten wir allen Trash da oben gehabt. Tutti kompletti. Der haut halt übelst rein, den willst du eigentlich nicht triggern, den Mob hier. Richtig nervig. Der hier hat mal meinen 120er Char mit Fulm Gear fast gewonshottet. Weil die machen prozentualen Schaden, ne? Und ich habe alle von der Innie hier zusammengepullt, macht seinen Hit. Und, ne, das war noch 110, als ich Ding hatte, ne? Der hat mir 1 Million Schaden gedrückt, der Mob hier. Und dann bin ich hier tot gelegen mit Max-Level-Char. Aber warte mal, wir sollten uns in die Ding reinstellen, die Strahlen. Ne? Ich wollte sagen. Kann Range da in die an den anderen? Sollte eigentlich einer rein, sonst ist gleich. Ja, wie viele Stacks hat der? Oh, 88 Stacks. Ah, was haben wir denn? Warum haben wir denn jetzt getriggert? Die rennen zum. Lollt, weil der Heiler dahinter steht. Nee, oh nein, was ist er denn für ein Vollidiot? Ach! Wir haben alle Mobs jetzt. Ach komm! Ah, das Hexer-Pad lag da hinten gerade. Aha, ich heile einfach gerade Boss wieder halb voll mit meinem Lichtblitz. Du bist nicht rausgegangen? Oh nein, du musst doch rausgehen. Jetzt haben wir alle Mobs am Arsch. Ach komm, können wir einmal nicht mit totalen Vollidioten-Innis gehen? Also ganz ehrlich. Das Hexer-Pad ist außen rumgegangen. Hast du es nicht weggepackt? Du musst es wegpacken. Ja, der Heiler, der ist gerade genau in den Mobs drin gestanden, ne? Haben wir Doppelpull gehabt. Kombi aus Hexenmeister und Heiler, oder was? Das war ja interessant. Ich habe noch nichts gesagt, dass man da selber umgenommen wird. Irgendwie hört sich das ja nicht so erfolgreich an, würde ich. Nö, keine Ahnung. Das ist halt, man will eigentlich Instanzen gehen, weil das theoretisch schneller geht, aber wenn man natürlich mit inkompetenten Leuten in Instanzen ist, dann geht es halt leider nicht schneller, weil dann stirbst du halt und dann brauchst du halt ewig viel länger eigentlich. Ich weiß nicht, aber selbst wenn man eine Instanz nicht kennt oder so als Heiler, dann stellt man sich halt nicht irgendwo in den Gang rein und guckt sich halt null um. Ja? Also dann stellt man sich halt irgendwo an den Rand, wo man vielleicht einigermaßen davon ausgehen kann, dass man nichts addet. Aber der war ja wirklich genau mittig im Gang gestanden, wo die Mobs hin und her patrouillieren. Vor allem ohne Not, ne? Wir springen ja hier runter, dann kann er auch einfach genau hier stehen bleiben. Dann macht er halt nichts kaputt. Ja? Aber nein, er ist halt irgendwo hier in den Dings reingelaufen. Mit dem Rücken zu den Mobs. Müssen uns halt abwechseln, ne? Hier mit dem Strahl. Du darfst halt nicht komplett hochstacken. In den anderen muss nur einer rein. Der Heiler steht schon wieder kacke. Ach du Vollidiot. Ich glaube, der Hexenmeister übernimmt nicht gleich. 50, 60. Du musst dann raus aus dem Strahl. Muss jemand anderer dann rein. Ja, geht aber nicht, der Typ wird verwandelt. Nee, doch, der eine ist rausgegangen. Ah, lol. Das passt schon. Muss bloß immer switchen. 6 hat der eine, 70. 80 habe ich. Ja, geh raus. Oh fuck, ich bin rausgenommen. Oh, der große ist ja nah. Ja, aber da kann, also weiter weg kannst du nicht. Du, ein bisschen kannst du auf die einen Mobs auch durchcasten lassen, das ist nicht das Problem. Die dürfen halt bloß auch nicht voll stacken, ne? Dieser Gegenstand lädt noch auf. Ah, Heiler, der schafft mich echt. Der Heiler schafft mich. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Ja gut, ein Mili da reinstellen ist halt immer ein bisschen nervig, ne? Weil der kann halt da nichts machen. Eigentlich muss halt der Heiler und Der Heiler, der
Der Heiler oder der Caster rein. Das, dann ist er allein am besten. Und am anderen können dann sich die Melees und der Tank abwechseln. Ja, da merkst du halt, wenn du keine volle Gruppe bist und halt auf irgendwelche Leute angewiesen. Das Problem ist, die Skill-Spanne in WoW geht halt nicht minimal auseinander, sondern da sind manche Leute 10-mal so gut wie andere. Das ist leider so. Da reden wir jetzt nicht nur von Klasse spielen können, weil Klasse spielen können ist ja prinzipiell jetzt nicht schwierig. Da geht es halt schon mal von, ich renne nicht in jeden Mob rein und ich pull nicht alles, sabotiere die Gruppe nicht aktiv und solche Geschichten, weißt du? Da geht es halt dann eher um sowas. Wir hätten nicht mehr mit dem Heal queuen sollen, das war glaube ich, eine blöde Idee. Hier kannst du skippen, indem du hier runterspringst. Hier seitlich. Ja, komm. Wir machen die einzeln. Der haut prozentualen Schaden raus. Und er zieht mich aber auch nicht hoch. Ja. Alter. Jetzt muss ich mich halt selber Ja, ich muss mich halt jetzt mit Blitzheilung selber hochziehen, weil der macht halt prozentualen Schaden und wenn du nicht getoppt bist, dann wirst du halt gewonshottet, ne? Ich muss schon die Hand auflegen. Ah, ja, die Mobs sind aber auch nervig, ne? Also, was die da rausklopfen, ist schon eklig. Wie gesagt, mein Max-Level-Char wurde von dem auch mal weggenutzt. Früher war die Ini halt noch ein bisschen besser, weil du halt diesen extra Boss hattest, ne? Du auch nochmal extra EP gekriegt hast, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Ist, glaube ich, besser, wenn man die nicht triggert, sonst killt er die manchmal nicht, dann muss man sie selber killen. Schau mal, die Quest, die kriegst du jetzt automatisch, ohne dass du mehr auf Annehmen drücken musst. Das ist eigentlich eine Verbesserung. Ich glaube, für Leute wie mich, ich nehme eh nicht Quests an. Oder liegt das an meinem Addon, dass das automatisch... Bei mir war es noch zum Klicken da. Ja, dann liegt das an meinem Instant-Addon, okay. Weil ich dachte mir, warum kriege ich die Quest nicht, ne? Dann liegt das an dem Addon. Ich habe ja so ein Instant-Annehme-Dings-Addon. Das ist ganz praktisch, da musst du dich immer um alles durchklicken, ne? Beim neuen Content ist es nervig. Aber, bei so alten Konten, wo du eh alles kennst, nur dann ist es praktisch, musst du nicht mehr klicken. Der Boss war auch immer ein Spaß. Hast du schon den Urknall von WoW erlebt? Naja, also ich spiele halt so Classic, ne? Ach shit. Also irgendwie ist die Akku-Range jetzt weiter. Eigentlich willst du den eigentlich immer anders pullen. Hier musst du ihn immer durch das Feuer da durchziehen. Aber sonst wird er fast schadensimmun, ne? Willst ihn aber nicht zu lang da durchziehen, weil sonst nudelt er halt die... Also wirst immer noch bestens nur einen Stack hochkriegen, sonst nudelt er halt die Gruppe weg. Das musst du als Tank hier gut machen, sonst kannst du halt die Gruppe sehr leicht wipen. Ah, komm, kriegen wir noch? Ah, ich muss ihn... Wenn du es hier falsch machst, ist ziemlich schnell Ende. Vor allem, mir kommt sofort, wie hier relativ viel Schaden kriegen im Verhältnis, ne? Oder extrem wenig Heilung. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Jetzt irgendwie auch bloß das Erneuern, wie mein Eigenheiler, der läuft erst wieder ran, ne? Ich glaube, der Typ ist einfach, oder die Tusse, je nachdem, ist einfach extrem langsam. Jetzt kriegt der DD hier Blitzheilung gespammt. Doch. Wo der schläft, immer wieder Ei. Na gut, wir müssen halt auch aus dem Frostfeld raus, ne? Das macht halt auch ganz gut Schaden. Aber der setzt aber hier jetzt auch keinen erneuern oder sowas, ne? Der scheint ja Dings zu sein.
das sieht mir irgendwie nicht so ganz. Hä, wie kann der denn jetzt trinken? Hä? Hä? Du hast gerade gesehen? Der konnte gerade in. Hat, hä? Wie hat denn der jetzt in Combat getrunken? Hacker. Was habt ihr das gerade gesehen? Hä? Wie hat gesehen. Wie hat denn der das gemacht? Ich glaube, die kannst du nicht skippen. Ja, vielleicht ganz am Rand? Ah, okay. Nee. Versuch war es wert. Aber den Hund müssen wir ja dann. Ach, müssen wir gar nicht machen, oder? Für die Quest? Ja, doch, für die Quest, wo die Shortcut. Haben wir da eine, oder? Ja, gut, wenn du reinläufst, da kriegst du eine Quest, ja. Hier sollten wir rausgehen, das Feld haut recht gut rein. Das hat irgendwie früher weniger. Ach so, ich stehe hier immer noch drin. Oh mein Gott. Der Mob hat mit Razzo die Prügel rausgeschmissen. Schattengefängnis. Ja, gut, dann. Oha, hier, ne? Neufen. Mach man halt doch. Oh, ach. Mit Boss. Ja, das war wieder das Schild. Ich hab den ersten mit dem. Ich hab den ersten mit dem Schild angehittet und es sind alle gekommen. Das war jetzt vielleicht eher unprofessionell hier. Aber die müssen wir kriegen, die Hunde. Die waren eigentlich einigermaßen weit auseinander gestanden, ne? Aber es springt halt trotzdem zu allem über. Bitte. Oh mein Gott, krieg schon. Ich hab mal Hand auflegen hier Dings Bubble gedrückt. Oh mein Gott. Nicht rausziehen, nicht rausziehen, nicht rausziehen. Ist der Heiler. Bin verreckt. Müssen die kleinen Hunde jetzt mal killen, die hauen übelst Schaden raus. Nee, ich werde jetzt sterben. Ach, dammit, okay, die kriegen wir nicht, die müssen wir einzeln machen. Das hilft nix. Kriegen wir nicht rechtzeitig down. Der Boss hat schon die Hälfte an Life verloren, die Kleinen leben immer noch. Achso, wollt ihr das jetzt probieren? Geretzt hier. Ich glaube, mit krasser Heilung hätten wir es vielleicht geschafft, aber ich war auch blöd, dass ich die. Der Healer klickt einfach instant seinen Engel weg. Hä? Warum ich denn jetzt hier noch eine Quest? Hä? Ach so, weil das ja die eine Quest da. Hä, aber warum? Eigentlich kriegst du alle hier nacheinander. Ja, wenn jetzt halt das einfach so bekommst. Okay. Aber eigentlich kriegst du die andere erst unten, wenn du reinlässt. Aber jetzt habe ich die Endboss. Okay, das ist komisch. Das ist komisch. Ich glaube, die machen wir lieber einzeln. Das ist dann doch ein bisschen zu hart alle. Wenn wir halt die Kleinen erst weggemacht hätten, dann wäre es sogar gegangen, weil der Boss war halt schon auf 40% und die Kleinen waren halt noch voller, ne? Die haben halt relativ, also im Vergleich zum Boss haben die relativ wenig live. Welches Level seid ihr? 82. Ich bin gleich 83. Aber die Innis sind hier ein bisschen Quälerei. Der ist doch eigentlich so weit weg davon, aber wahrscheinlich ist das auf den zweiten und dann auf den dritten übergesprungen, ne? In Trainer kann ja jeder fliegen, oder? Nee, Trainer brauchst du. Genau, da musst du gucken. Ach, so. Musst du ein bisschen Ruf grinden, unter anderem. Ich flieg lieber nicht, kein Problem. Das lohnt sich in Trainer schon fliegen zu können. Das dauert sehr lange, das zu holen. Ja, aber dann hast du es halt einmal und. Dann sind die Probleme, gehören dann der Vergangenheit an. Du machst einfach so wie ich. Ich hab's hinkriegt als Trainer nur einen Tag. War und dann war Legion. Dann konnte ich fliegen. Ich muss zuerst etwas anbieten. Okay, und 5 Pets hast du gekriegt. Was bist du gelaufen? Bist du mit Zwings NRC gelaufen oder bist du irgendwelche krasseren Geschichten unterwegs gewesen? Weil Mythic sollst du ja jetzt mittlerweile mehr Loot kriegen, ne? Da haben sie ja ein bisschen was geändert. Da hinten steht der Fifi noch. Haben einen anscheinend verpasst hier, einen von den Mobs. Ganz da hinten im Eck hockt er. Der Fifi. Oh. Aber den brauchen. Oder brauchen wir den für die Quests? Ich meine nicht. Den braucht man nicht. Okay, ja, wunderbar. Was brauchen wir dann noch?
Sieht halt genauso aus wie die Bestie hier aus Oberschwarzfellspitzen. Na gut, da kriegst du halt auch bloß 19.000, ne? Also so krass ist das jetzt hier eigentlich nicht. Ich habe halt immer mal noch mein Don't Release Geschichte drauf auf dem zweiten Account. Wenn ich sterbe, kommt da ganz groß Don't Release hier für den Gahoon Progress, weil du dann jedes Mal wieder in Combat kommst für den Zysten. Und ich habe halt immer auf quasi Freilassen gedrückt, ne? Und ja. Dann habe ich mir irgendwann doch die Weak Aura geholt, weil es ein bisschen nervig ist. Du hältst dann halt ein bisschen den Raid auf. Shit. Diese Einschläge, das ist schon nicht so easy. Na gut, mit dem Abschluss müsste ich auf jeden Fall dann noch Level Up sein. Boah, ich bin da im Überlegen, wollen wir mit dem Heiler nochmal queuen? Aha. Also müssen wir halt. Halt sich hin in jeder Ini besonders scheiße zum sagen. Also ja. Übertrifft sich von Ini zu Ini selbst. Er gibt mir halt auch nicht mal ein Ding, oder? Hier in der neuen, er castet halt einfach nur Blitzheilung. Weil jetzt irgendwie nicht so ein. Hat der nicht auch noch so diese Instant Heals als Ding? Konntest du auch so ein Chakra auswählen, oder? Oder gibt's das mit. Oder gibt's das mit dem Chakra nicht mehr? Boah, halt, das Chakra gab's, glaube ich, Naruto. Nein, das gab's hier auch. Hier gab's auch so einen Chakra-Scheiß. Ich glaube, der Holy hatte das. Renas, hey, grüß dich. Easy. Meine ich, dass der das. Ich meine, dass der dass das Chakra-Zeug beim Priester hat früher mit dem Priester-Heal auch geheilt. Das kam, glaube ich, in Cutter rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur drin ist. Mhm. Schon ewig mit dem Priester nicht mehr geheilt, jetzt mit dem Shadow. Du meinst das Chakra, oder? Ja. Darin gern. Das tut ja, aus der Fingerspitze schießen. Ach, die Pappen jetzt. Hier. Das war der Marionette-Camp. Aber da, das ist doch dieses Zeug, oder? Der hat da sogar so ein Passiv-Ding als PvP-Teil drin. Ich glaube, das haben die schon noch. Bin mir relativ sicher. Ich glaube auch, ich habe mal Chakra gehört. Ja, ich auch, als ich Naruto anguckt habe. Warte mal. Also, ich glaube, ich muss mich euer mal entledigen hier. Gibt's schon lange nicht mehr, okay, alles klar. Aber. Was ist jetzt die Core-Mechanik vom Priest? Erzähl doch mal. Aber er castet ja, hier einfach die ganze Zeit nur Blitzheilung. Irgendwie. Aber zumindest. Doch, jetzt habe ich einen Erneuern gekriegt, ne? Jetzt geht was. Blitzheilung ist das neue Erneuern. Na gut, muss man halt schauen. Dann kriegst du halt diese dummen Stacks drauf, ne? Mit weniger Heilung. Das ist halt nicht so ne. Ja, stirb einfach selber. Gar nicht, was kriegt er denn so krass Schaden? Was ist denn der? Ich glaube, naja. Die anderen zwei, da kann man doch keine Aggro machen oder so. Ha. Ja, die hitten ab und an halt random Leute, ne? Yeah. Level up, wunderbar, Questen abgeben. Braucht ihr Hilfe? So, jetzt ist die Frage, rein oder raus? Tiefer. Ich gehe raus, aber mit dem Typ raus nicht. Ja, dann liefen wir raus, dann queuen wir so nochmal rein, dann fliege ich noch ein bisschen was ab. Dann fliege ich dir noch ein bisschen hinterher. Ich auch, warte auf mich. Ja, okay. Dann geht eure Folge noch. Ich bin nämlich schon eine Stunde lang in Dungeon Finder. Ja, wir haben ein bisschen später Dings, aber ich denke mal so ein Ding hier 10 Minuten, oder? Jetzt gleich nach dem Nadebalken muss ich mal gucken. Ja, 12 Minuten sind es noch. So was rum. Wir können jetzt einfach mal so reinqueuen, mal gucken. Dabei fliegen wir ein bisschen rum. Muss so, mal jetzt von Pandaria die. So. Muss ich mal gucken. Das nächste war, glaube ich, hier oben in so einer Höhle drin. Ah. Oh mein Gott, lassen wir mal in Ruhe. Weiß wie ich. Stimmt, wir könnten auch Pandaria queuen, ne? Ja, da hätten wir nur die Quests und alles. Ja, das können wir eigentlich tatsächlich machen. Dann warte mal, gehe ich mal hier aus der Queue raus. Wir sind eh in der Rollenabfrage, okay, egal. Ich habe 24 Stunden DC, ich bin gleich wieder da.
Jojo, alles klar. Den kannst du ja dann annehmen, sobald du da drin bist. Ne, ich hab jetzt den gemeldet, oder? Bei mir ist zufälliger Dungeon Kataklysm. Moment, nochmal MOP. Jetzt sind wir beim Jetzt. richtigen. Wunderbar. Naja, für ein bisschen was kann man dich auch gebrauchen, ne? Oh, mach so weit die Tür offline. Ich hinterlasse dir mal einen Locke dir auch Raid-Mark. ein. Hier. Hast du weißt, wo du hin musst. Hinterlässt eine brotkrümelige Spur. Absolut, ja. So, bin Das drin. random TS. Anti, was machst du denn eigentlich hier? Nicht, ist nicht im TS, aber im Stream am reinquatschen. Ach so, oder bist du in dem einen Random TS, wo wir das letzte Mal waren? So, warte mal, das nächste ist meines Wissens nach da unten. Und dann ist da hinten noch mal eins. Jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir anmelden, wenn ihr wollt. Gerade mein DC. Okay, jo, dann melden wir jetzt noch mal. Und hier ist es immer an einer anderen Stelle. Das ist ein bisschen nervig. Manchmal findest du es auch nicht. In irgendeiner Ecke liegt es hier oftmals. Mal gucken. Und dann auch da hinten. Ich muss einfach irgendwo auf dem Feld. Da ist er diesmal. Ja, der bringt auch richtig viel. Gut. Warte mal, irgendwas da hinten war auch noch. Ah, das weiß ich aber nicht genau. Dann ist da oben in der Höhle noch einer und dann da hinten noch. Aber ich glaube, der in der Höhle hat, glaube ich, gar keine oder so gut wie keine EP gebracht, ne? Also das kannst du eigentlich fast knicken. Vor allem addest du da jedes Mal noch so einen dummen Boss. Aber wir können trotzdem mal rein. Bisschen was ist es, was du kriegst hier drin. Ich glaube, ich weiß fast echt alle auswendig, ne? Von den Teilen. Ja, siehst du zwei irgendwas, das kannst du fast knicken. Das ist immer echt schlecht. Ah, ich komme mit meinem Elik nicht durch. Ach Aber warte komm. mal, hier in der Affenhöhle war noch eins. Das haben wir vergessen. Da müssen wir gleich noch rein in die Affenhöhle. Stimmt. Die Da rennt doch. ist nämlich auch ätzend. Ah, jetzt komme ich nicht aus dem Combat raus. Okay. Also, dann gehen wir einmal noch in die Affenhöhle. Und dann da hinten oben ist nur eins. Das bringt, glaube ich, relativ gut EP sogar. Und dann bin ich am Überlegen. Oben war noch eins. Ja. Halt, wir sind falsch. Wir müssen ein Loch weiter hier hinter. Da müssen wir rein. Das ist das falsche Affending. Hier ist die Affenhöhle. Ach so, ihr seid. Was für ein Level seid ihr jetzt, Anti? Da hinten, ganz hinten beim Yeti. Da haben wir eine Kiste. Ich desorientiere sie. Nice. Du hast den Vorteil, dass ich die ganzen Mobs wegziehe. Ja, wenn man die Schätze aufmacht, bin ich wieder Level up, denke ich mal. Die bringen halt schon echt ganz gut. Wenn du da noch erholt bist, dann machst du richtig EP, ne? Kannst du halb im OP skippen. Inwiefern smart? Hast du doch wieder aufgetan, oder was? Guck mal, was ich da angeklickt habe, ist irgend so ein Speed-Ding. Ausweichchance und Ding. Ja, wunderbar, perfekt. So, das nächste ist da oben dann. Sind du jetzt schon aus dem Combat gekommen? Hatte nie, ich war nie im Kampf. Ach, weil ich die ganze Zeit alle Mobs hinter mir herziehe. Na, Ja, danke. Ich bin der Dumme quasi.
Jeder hat seine Arbeit. Ach, meine Fresse, wie lange bist du denn hier im Combat? Ah, weil er noch im Kampf ist, da hinten. Folge. So, jetzt. So, auf geht's. Dann haben wir oben nochmal eins. Also es müsste hier nochmal eins sein. Hier oben, hier am Baum, hier. Irgendwo hier in der Mitte flackt noch eins. Ah, shit. Wo ist das andere? Dann war irgendwie da noch eins. Hier war noch eins. Und dann im Tal waren hier unten noch welche. Da muss ich meine Gehirnzellen dann nochmal anstrengen, dass ich das noch alles zusammenbringe. Hier war es hier oben, meine ich. Und zwar hier drin. Ja, auch wieder 46.000. War schon ordentlich. Yeah, wieder Erfolg. So, dann müssen wir dahinter. Naja. Denk mal, in Ding könnte ich das sogar auch machen, in Draenor ohne Addon. Aber da sind so viele, da würde ich sicher welche vergessen. Schauen wir mal, ob in Draenor, ob die Marks auch nicht da sind. Doch, in Draenor sind sie da, siehst du? Warum klappt das und das andere nicht? Komisch. In Draenor klappt's, ne? Nur hier, das ist irgendwie kaputt. In der Queue sind wir auch noch drin, oder? Nee, wir sind gar nicht gequeued. So, hier ist das ein bisschen blöd, weil du da diesen dummen Boss hast. Den stunnen wir jetzt mal ganz schnell. Ah, Level Up. Ja, ich komme mit rein. Hooks. Ja, das passiert mir öfter. So, den muss ich jetzt bloß outrangen. Naja, zu später Stunde, weißt du? User joined your channel. Hi. Hey. Hallo. Wo kommt ihr denn her? Von der neuen Firma, die ich und Anti gegründet haben. Wieso du und ich? Der Name ist mir eingefallen. Ja. Bist du berechtigt, eine Firma zu gründen mit deinem Alter? Ja. Ein Bad Boy Image. Achso. Ist jetzt ein Businessman. Ja. Ja, läuft. Du willst doch mir jetzt sicher sagen, wie eure Firma heißt, wenn du schon so anfängst. Anti, komm, hau raus. Na, hier mal ein Black GmbH. Okay, das Black GmbH. Ja gut, kann man machen. Der ignoriert mich. Was, dich? Nö, du wirst nicht ignoriert. Ich glaube, warte mal, wenn wir jetzt die INI beitreten, jetzt sind wir 57, ne? Dann mache ich, glaube ich, zwischendrin mal einen Cut oder so, dass das nicht so wieder so lang drüber geht. Hier ist das Ding immer random, liegt es irgendwo, das ist halt die Kacke. Und dann kannst du halt ewig immer rumfliegen und schauen in verschiedenen Spots, wo es ist. Aber das bringt, glaube ich, auch relativ viel EP. Das ist so ein, ihr müsst mal gucken, es ist so ein kleines Bärending. Ja gut, dann schauen wir, wenn wir raus sind aus der INI. Dann schauen wir, wenn wir raus sind. Das ist so ein kleiner, ja, goldbrauner Batzen quasi, den du aussammeln musst. Lass du denn jetzt schon wieder so dreckig? Irgendeinem der Scheißhaufen einsammeln. Ja, das ist hier oft so, dass du irgendeinen Scheißhaufen einsammeln musst. Das ist mit dem Heiler, der ist in irgendeiner Maschine. Ich habe kein Ziel. Ups. Ach komm, warum queust du denn, wenn du in dem Szenario bist? MOP und die sind aber chillig. Ja, die mag ich eigentlich schon. Das ist einigermaßen gut. Ja. Dieser Gegenstand legt noch auf. Hast du eigentlich auch so ein Problem mit dem Akku, mit der Akku halten? Als Tank? Nö, das. Also es geht jetzt eigentlich, muss ich sagen. Also man merkt schon, dass man nicht mehr so viel Akku hat wie davor, ne? Das ist klar. Keine Ahnung. Nächste Tritt passiert irgendwie durch. Aber wenn du halt genug Damage machst, dann geht's. Ja, der Heiler ist. Ganz ehrlich, kannst du hier keine Innis laufen, ohne dass es läuft? Aber langsam werde ich echt aggressiv mit den Leuten. Was ist das für ein dreistes Arschloch? Oh, ups. Ja, ich hab jetzt noch, kann mich noch nicht heilen, ne?
das hier in eine Innie rein, für eine Innie queued, aber in einem Szenario ist und aber so eine Szenario noch weitermacht und alle warten lässt. Keine Ahnung, ich versteh's nicht. Oh mein Gott. Nein, es läuft ja richtig. Bis vorhin, wo wir eine volle Gruppe waren, war das halt kein Stress. Also, sobald du mit irgendwelchen Randoms unterwegs bist, ist es halt echt... War bei uns aber auch nicht anders. Also, weißt du, ich rede ja gar nicht davon, dass die Leute irgendwie krass sein sollen, ne? Aber vorher wieder so Heiler haben, die alles pullt, irgendwie nichts checkt, sich verirrt, den musst du dann durch die Innie porten oder so ein Zeug. Also halt Inkompetenz hoch 10. Jetzt auch wieder so einer. Du gehst in die Innie rein, der ist erstmal in irgendeinem Fahrzeug und sagt, ja, er muss erst so ein Szenario fertig machen. Also... Dann queue ich halt hier gar nicht. Hier ist noch in der Gruppe nur noch Noob, oder was? Hm? Mhm. Moment, sind wir zu dritt, wir waren vorher halt noch zu viert, aber einer ist vom Level noch nicht hoch genug gewesen, ne? Ich weiß nicht, der müsste es dann bald mal nachgezogen sein. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Oder wie hoch bist du denn jetzt? 79. Okay, ja gut. Am Anfang oder in der Mitte etwa? Zwei Drittel. Okay, ja gut, dann kannst du ja danach auch mit, dann sind wir zumindest wieder ID-technisch voll aufgestellt, brauchen wir halt noch einen Heiler, dann können wir ja gucken. Anti, wie hoch seid ihr jetzt vom Level? Wir haben 90 nachher gemacht, also vorhin. Ja gut, okay, dann habt ihr jetzt den leichten Teil vor euch mit Dingsterbumster, ne? Hier mit. Aber den machst du an einem Abend, ne? Ja, das ist easy. Easy, mal gucken, da will ich morgen auch hin. Heute jetzt nur ein bisschen und morgen Abend dann nochmal leveln, dann denke ich mal, werde ich auch 90 sein. Schauen. Dass ich das jetzt mal fertig bastle, dann kann ich nämlich meinen Magar-Ork demnächst anfangen. Das gibt Fallschaden. Da hätte ich auch rauslaufen können, tatsächlich. Lol, ich kann mich mit der Katze bewegen, geil. Ja, der will dich. Shit, ich bin gerade echt zu blöd, ich kann's einfach rauslaufen, das wäre eigentlich nicht so schwer. kick den Tank. Kick den Tank, ja. Muss noch jemand die Quest machen? Ja. Sind wir mal so nett und antworten im Hexenmeister? Sind wir mal so frei? Mal schauen. Haben halt natürlich geprockt genau dann, wenn wir eigentlich mit der Folge durch sind, ne? Das ist halt so eine Sache. Aber zumindest der Heiler jetzt da, das ist doch schon mal viel wert. Ich dachte schon, der lässt uns jetzt länger hocken, ne? Mal gucken hier, Mogushan-Gewölbe geht eigentlich einigermaßen gut und Dings hier. Diese Brauerei finde ich ja auch nicht so schlecht. Und Tempel ist eigentlich auch gut. Also hier gibt es eigentlich wenig Innis, die ganz abfuck sind in MOP. Also wir sind auch durchgelaufen. Speedrun-like. Mit dem einen Rogue. Der war richtig gut. Genau, du glaubst es nicht. Levelphase, Random Rogue, nicht im TS, weiß was Shroud ist und used es auch. Echt? Okay. Ey, das war das Highlight des Tages. Alter, über solche Kleinigkeiten freust du dich dann manchmal, denkst du, okay, echt? Ist so. Keiner kann es nachvollziehen vorhin, warum freust du dich? Aber ich fand's geil. Das ja, ist das ein Highlight. Ja, das ist halt, wenn die Leute ein bisschen mehr können, als einfach nur zwei Damage-Tasten drücken. Ne? Ja. Also manchmal gut, wenn den Monk diesen Ding-Ring legt, weißt du, dass die Mobs weggekickt werden und sowas, das ist halt auch Ring manchmal. Weil du kannst halt einen großen Pull machen und verreckst dann halt Tank zum Beispiel nicht und sowas, ne? Muss man halt, wenn man ein bisschen supportet, wenn man eine sinnige Gruppe hat, die supportet, kann man halt viel schneller durch Innis durch, ne? Aber das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute haben ihre zwei Damage-Spells und dann... Hm? Also Shade Blood Decay gespielt vorhin? Hm? Da bist du einfach so durchgelaufen. Ja gut, die heilen sich krass, ne? Du bist einfach durchgelaufen. Bin auf Full Damage gegangen. Bockt schon. Wir haben halt den krassesten Heal Blood Decay, das merkst du ja bei uns auch im Raid, der Blood Decay, der heilt sich halt einfach dagegen und ich bin halt als Druid, bist du voll auf die Heiler angewiesen, ne? Das Blood Decay nicht unbedingt. Macht einem schon teilweise ein bisschen neidisch, muss man sagen, ja. Ja, wenn schon, ja. Müssen wir bloß kicken. Nö, ich will nicht du. Weißt du, dass der Dings dahingehend besser ist, ist ja schon lang,
Ist ja schon lang so. So. Weil ein bisschen haben sie ihn jetzt genervt, den Blood Decay, ne? Also ein Ticken schlechter ist er jetzt, aber immer noch, denke ich mal, einer der besten Tanks. Weil er halt einfach immer noch ganz gute Heilung hat, ne? Vor allem er kann auch noch dazu Damage machen. Gut, jetzt viel mehr als die anderen Tanks macht er auch nicht an Damage, aber die Heilung ist halt so stark. Der hat doch jetzt einen Damage-Buff noch gekriegt, oder? Genau, ja, du machst jetzt 15% mehr mit allem, das ist schon ein starker Buff. So, jetzt machen wir erstmal das ganze Zeug hier noch auf. Für die Quests hat der Hexer extra gefragt, ob wir die noch brauchen. Ich habe drüben, glaube ich, gar nicht aufgemacht, oder? Ja, dann muss ich da mal hochlaufen. Und dann machen wir den Boss noch weg. Keine Sau auf dem anderen TS. Keine alten Frauen, keine Kia, niemand. Traust du dir jetzt nach, oder was? Den Leuten? Auf jeden. Okay. Hättest du halt geschaut, dass du einen Battletag von ihr kriegst. Clever gewesen, sie streamt heute im Moment nicht. Achso, da guckst du schon immer, oder? Ja, aber sie ist nicht da. Tja, Anti, das ist natürlich blöd. Ja. Schade, schade, schade. Jetzt ziehst du das Ding einmal nicht komplett durch, ne? Bleibst halt auf der Strecke. Tja, bereust du es jetzt im Nachhinein? Ja, ich frag dann nur. Gar keinen Bock jetzt, gar keinen Bock. Ist das hast du keinen Bock auf diese Spielchen? Nee, lass. Warte mal, wird der eine zit. Ne, der wird nicht zitzelt. Ich bin außer Reichweite. Schau ich mal, warte, ich versuch die mal. Ach fuck, jetzt hat mich dafür der Ding erwischt. Ist der jetzt rangekommen? Ne, der ist immer noch nicht ganz ran. Jetzt kannst du da auf diesen dummen Wichtel, jetzt komm mal her hier. Das würde ich cleaven können. Na, jetzt sind zumindest mal alle dran hier. Na wunderbar. Musst halt wieder mal ein bisschen im Handelschannel nach Ausschau halten, ne? Vielleicht kriegst du wieder einen TS mit. Aber ich glaube, die sind eher auf dem Discord, von dem her wird es wahrscheinlich schwierig. Schauen wir mal. Den haben wir denn ja so alles. Musst halt auf Antonidas im Handelschannel auf Ali schauen, weißt du? Nee. Müssen ja halt einen Ali-Char machen und die Handelschannel gucken, hocken und dann warten, ob sie irgendwann schreibt. Achso, scheiße, den Boss muss ich ja. Den Loot muss ich ja noch rausholen. Einmal Loot, gib her. Aber schau mal, ich hab einen Shami, der haut ein Erdschild und einen Typhoon drauf. Das ist ja. Ja, doch. Ja, zwei Sachen. Zwei Sachen? Oh, das ist. Uiuiui. Mehr als von manch anderen erwarten kannst du. Ne? Ein Erdschild aufrechterhalten? Boah, Gott. Ist schon eine harte Sache, ja, definitiv. Ist nicht so easy. Oh, göttlich, wie die beiden dagegen gesprungen sind. Oh, herrlich. Ja, ja. So eine Scheiße. Wir haben es probiert. Jetzt mache ich das doch noch in der Aufnahme fertig. Wir sind ja relativ zügig hier durch. Hättest du mal sehen sollen, wir waren vorher Stratholm, ne? Also hier ausmerzen. Mhm. 25 Minuten hat das gedauert. Mhm. Aber das war jetzt nicht, weil die Leute waren halt eine volle Gruppe, aber du hast so viele Story-Sachen und Ding, es dauert so lang, die Ini. Da, ja. Wenn du da reinkommst, kannst du echt rausleaven. Du brauchst, bis du den ersten Mob killst, brauchst du 6 bis 7 Minuten. Klar, aber kannst du dir anhören, ich hab's mitgestoppt, bis irgendwas passiert. Da bist du durch andere Inis halt schon durch, ne? Mhm. Also echt die letzte Rotz-Ini. Wir sind schnell, dann können wir vielleicht. Nee, wir können die Putt nicht umgehen, schade. Shroud, habt ihr einen Rogue? Nee, wir haben nur einen Monk. Das sieht genauso aus, aber ist. Aber kann nix. Nix, was ein Rogue kann, leider. Achso. Nein. Der Spieler kann nix. Nein, der Spieler schon, aber. Der, die Klasse kann leider keinen Shroud. Kommt noch. Wahrscheinlich, ja. Dann machst du einen einhüllenden Nebel als Monk und dann kannst du auch. Ja, das, schau mal, ich hab klasse Ideen hier. Das wäre doch. Ja. Das würde sogar was. Ja? Hier. So wie die Schildkröte, weißt du, die ist ja auch versteckt. Diese große. Mhm. So in dem Style.
Der Endboss hier ist auch mal lustig, wenn Leute nicht wissen, wie sie rausmoven. Das ist auch mal göttlich. Ja, mal schauen, was da jetzt so geht. Ich habe das mal recht einfach gemacht. Du kannst dich da in die Ecke stellen und dann musst du eigentlich immer nur ein paar Meter hin und her laufen. Also eigentlich ist das nicht so der Stress, aber manche machen da eine Weltreise auch, ne? Wenn du mal nicht selber tankst, dann gibt es da manche so Tanks, die laufen da mit dem ganzen Mob in dem ganzen Raum rum und das bringt einfach gar nichts. Also, oder es ist sogar noch kontraproduktiv, weil sie von mehr erwischt werden, als nötig wäre. Ich muss sagen, der Heiler ist nicht schlecht. Der hat mich jetzt am Anfang ein bisschen genervt, weil er hier in seiner Dings war, in seinem komischen Szenario, aber sonst... Macht sogar Damage drauf. Ja, also der ist nicht schlecht. Da kann man jetzt nichts sagen. Man muss auch so fair sein und sowas anerkennen. Also, er macht halt einfach seinen Job, ne? Und das ist jetzt, nach dem letzten Heiler, ist das halt schon mal was wert. Vorletzten. Und also... Seit wir Random Heiler drin haben, ist echt aus der Mottenkiste. Der eine Typ, der immer live per Kuhn auf irgendwas anderes drauf, der hat das Pet geheilt. Das war auf mich. Also was ne? Ich bin am Verrecken und dann haut er auf einmal auf live per Kuhn auf irgendeinen DD drauf, der komplett voll ist. Mich. Dann auf sich selber mal. Dann hat er die ganze Zeit das Pet im Target. Ich weiß auch nicht so sicher, ob er das die ganze Zeit geheilt hat. Also es war ein Typen hier, was ich als Heiler hatte. Oh, da bist du echt wahnsinnig. Ja, in welcher Indie waren wir, wo wir der Heiler kickt haben? War, glaube ich, sogar nur in der. War das der Monk, oder? Den ich dann sogar nochmal mit zu. Aber echt hier. Ja, ein Priester und ein Monk. Schau, der Shami zieht sogar Heldentum, ne? Also er macht sogar hier wirklich aktiv. Alter. Hier, jetzt müssen wir da blöd aus Bot dem Dings. Aus dem Kreis raus. Da hämmert da richtig einer, hä? Da wird richtig gehämmert. Ja, eine Schreibmaschine. Das hört sich eher so nach Waschmaschine an, so im Hintergrund. Ja. Und dünn. Und da geht er down. Geht er down. Hey, da hab ich ja. Warte mal, dann habe ich aber fast gar keinen Delay, der ist gerade gestorben. Ja. So, eine Hose wählen wir noch aus. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. So. Mal schauen, ob die nochmal Bock haben, weil ja. Also. War jetzt nicht so verkehrt. So, aber für die Folge soll es das gewesen sein. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.